Grüß euch, seid ihr wieder da? So, wir basteln heute an unserem Grundfeiler. Heute machen wir mit dem Tischler unseres Vertrauens machen wir ein bisschen einen Innenausbau rein. Mal schauen, wie weit wir kommen. Jetzt ist einmal die erste Bodenplatte drin, was eigentlich super furchtbar Umscheißerei war. Aber wir kriegen auch das zusammen, weil ich habe eine super Unterstützung. Ja, bleibt dran, schaut es euch an. Wenn es euch taugt, haut es ein Like rein, abonnieren, so ist ja klar. Brauche ich gar nicht reden. Passt? Und jetzt wird bastelt. Jetzt wird bastelt, jetzt messen wir das alles aus. Das schaut sehr gut aus, nämlich. 25. Das ist praktisch die Bodenplatte, oder? Das ist die Bodenplatte, finde ich. Und das wird? Das wird der Ausschnitt für die Wasserkanister. Okay. Weil die stellen wir einfach eine in die Reserveradmulden. Okay. Und dann ist das fix drin. Super. Coole Sache. Das ist super coole Sache. Ich habe jetzt einen Tischlerwerkstatt gekauft. Haben wir eigentlich was? Statt da an der Werkstatt praktisch. Ja. Gut, die wirst du mir nächstes Jahr auch noch öfters brauchen. Werkstätten kann man nicht nur. Und auf 20. Hier kommen wir dann ein bisschen auf. Arrundung. Böse. Ich glaube, dort bei den Kabeln hört es uns noch. Ja, das müssen wir. Nein. Das müssen wir schräg machen. Da hinten. She won't break me down. Wir schneiden vom Kuhfesters weg oder von der Kuhbox. Aber was machst du mit dem da hinten dann? Ablage. Da rennt die Platten einfach durch. Ne? Alter Harry, was ist das ich? Starrer Moment. Dass man da unten noch ein maximales Stoff. Da passt was der Bierkisten rein, Alter. Fast Mission geglückt. Gefällt mir. Kocher brauchen wir nicht, Bierkisten ist wichtiger. Ja, auf jeden Fall. Da schon lassen. Das da rausschneiden. Irgendwie so. Dass wir die Kloppen. Oder zwei Kloppen. Dass man da auch noch was hinten machen kann. Mhm. Das wird dann alles, das soll jetzt dann unten immer beschissen. So kommt Papierdosen rein.
ist ein Spender, was automatisch nach oben rutschen. Ein Magazin praktisch. Nennt man Magazin. Heute geht's wieder mal ganz kurz um den Golf. Genau, ihr habt eh schon gesehen, vorher ein bisschen was passiert ist grob. Haha, jetzt hat sich aber gekackt. Schaut sich das an. Jetzt geht's los. Erklär uns einmal, was da alles passiert ist. Gut. Wir haben ja gesagt, wir wollen das am Microcamper machen. Und was gehört zum Microcamper? Natürlich Stickdosen. Ist ganz klar. Dann, was gehört dazu noch? Ein Waschbecken. Da ist so ein Geschirr drin, so Camping, Allzweck, weiß ich nicht, irgendwie alles mit Becher und Wasserkocher und Besteck und so. Das habe ich besorgt. Das passt. All in one. All in one quasi. Da ist es, Waschbecken, weil das mit der Leinwand reinpasst, das steckt man rein, macht man zu und dann schäbert da auch nicht mehr wirklich viel. Da vorne haben wir noch gesagt, wir machen da so ein Glanzrader für Glatting. Da, das wird sich vielleicht auch wundern, was ist. Das ist zum Wasserfüllen. Weil natürlich Waschbecken braucht er Wasser. Anstecken, Schlauch, Wasserfüllen. 12 Liter mit 12 Liter Bauchwasser. Das ist auch da unten drin. Auftragen, Handwaschen, Gesicht waschen, duschen nicht wahrscheinlich, aber geht. Dann kommen wir gleich zum nächsten Detail. Jetzt habt ihr sicher gewundert, was das da ist. Schaut ein bisschen spacig und seltsam aus. Aber, das siehe da. Da kann man so einen Leinwandkoch reinstellen, aufklappen und der wird wahrscheinlich dann noch so umgebaut, dass man den, wenn da der Reserveradelträger ist, dass man den irgendwie so hinhängen kann. Deswegen die komischen Platten da. Da werden einfach nur, weiß ich nicht, irgendwie Schrauben aussehen, was man dann so irgendwie so einhängen kann und dann da drauf kochen kann. Und zur Verstaumöglichkeit schiebt man das dann da wieder rein, ganz lässig, und verschwindet. So, da haben wir noch einen Klopp. Für Staumöglichkeit, sprich, da kann man Kisten rein, da auf der Seite haben wir noch Staumöglichkeit, das geht quasi bis zu 4. Das ist relativ groß, hätte ich gesagt, für so einen Microcamper, aber wie ihr es wisst, ich fahre immer mit der Steffi fort, die braucht das eine oder andere Zeug mit. Dann haben wir der Matix Kühlbox eingebaut mit 15 Liter und die haben wir natürlich schon aufgetan, weil wir das ja alles testen müssen. Und wer wird es nicht erraten? Da ist nämlich schon ein Bier drin. Auf euch? Sehr gute Idee. Mit integrierten Bierdosenhalter, das ist eine ganz gute Geschichte. Ja? Das heißt, beim Kochen kann man gleich die Bierdosen reinstecken. Genau. Super. Kochen kannst du Bierdosen reinstecken oder irgendwas. So, und dann geht das natürlich da ein bisschen weiter. Dann haben wir da den Campingtisch von Offroad Hash. Da passt du gut rein. Da haben wir jetzt einmal drinnen vorübergehensweise die Sessel von Frontrunner. Die passen auch super rein. Vorne, wenn ihr herschaut, dann haben wir, da haben wir die Zusatzbatterie mit 70 Amperestunden. Ja. Und da in der Klappe drin, das zeige ich euch, da ist die ganze Elektrikschicht drin. Das kann man nämlich dann so außer. Rucki zucki. Und dann kann man das aufklappen da und da sieht man dann die ganze Elektrik. In Solarregler, das was ich noch gar nicht erzählt habe. Solarregler, die ganzen Sicherungen und ein Trennrelais. Sprich, das Trennrelais ist für das da, dass die Aufbaubatterie, die rennt immer hinten mit. Ja, und das Trennrelais ist nur deswegen da, wenn du die Zündung auftrast, dass quasi die Lichtmaschine die dann auch lohnt. Ja. Also die ist versorgt mit unterm Fahren von der Lichtmaschine und am Stand mit der Solaranlage. Wo ist die Solaranlage? Da am Dach natürlich. Ah nein, scheiße, die habe ich vergessen zum Einbauen. Philipp, wo war die Solaranlage? Warum ist die Solaranlage nicht am Dach? Das ist ganz einfach erklärt. Natürlich ist das ganz einfach erklärt. Weil natürlich wir noch Dachträger aufgetan und wir alte, jetzt schon mittlerweile ein paar Jahre ganz arge alte Dachzelt Hansis sind, kommt natürlich ein Dachzelt auf von Gudigi 1,40er, haben wir gesagt, das schaut sicher stimmig aus. Dachträger, Dachzelt, Markisen, also kein Solar am Dach.
Aber wo kann die Solar sein? Wie hat die Solar aufgelöst an Bord? Schaut's her. Wahnsinn, Wahnsinn. Kannst du so etwas dazu in Philipp über ja, das Salzwasser beständig. Na Philipp, jetzt wollen wir das sehen. Das ist Salzwasser beständig, gell? Nein, ich bin fasziniert von dem Panel. Wo haben wir das überhaupt her? Das haben wir mal gesagt. Das Panel, da kannst du dazu filmen, wenn du ein bisschen willst. Genau. Das haben wir von der Firma Off-Grid-Tech, ja. Die stellen quasi alles so irgendwie strommäßig her mit Solarregler, haben wir von denen das Panel. Die stellen da auch so komplette Kits zusammen, wenn du jetzt sagst, pass auf, ich habe die und die Anforderungen für das, ja. Ich habe die und die Dachflächen, ich würde die und die Batterie oder auch nicht, wie auch immer. Und die stellen da so ein komplettes Set zusammen. Das haben wir auch machen lassen beim Golf. Das hat super funktioniert. Nicht wirklich teuer, hat super passt. Kann ich noch weiterempfehlen, haben wir bei den LTA gehabt, war eine super Geschichte, hat voll funktioniert. Ja. Wenn es von dem Innenausbau irgendwas brauchen, braucht es wissen wollt oder wie immer, was das jetzt für Holzsorte ist oder wie immer oder Lackierung, weil wir haben ja das gebeizt. Ja, das schaut ja nicht einmal so aus. Wir haben das gebeizt und dann haben wir es doppelt mit Chlorlack lackiert. Hat der Lackierer meines Vertrauens gemacht. Und eben wie gesagt, wenn du da irgendwas wissen wollt, der hat immer super geile Ideen für irgendeinen Ausbau oder so Geschichten, ja, da machen lassen wollt, ja. Da steht die Nummer, da habe ich auf, da. Ruft sie mal an, schreibt sie mal eine Mail, wie auch immer, geht's auf die Homepage. Jetzt sind wir schon am Ende von unserem kurzen Video vom Innenausbau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut einen Daumen rauf rein, bitte. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert es bitte, weil wie steht die Statistik, glaube ich, jeder Fünfte, der was das Video schaut, hat nur abonniert oder so. Hat nur ganz abonniert. Schlecht. Ganz schlecht. Haut ein Abo rein, der uns gefreut, unterstützt uns mit dem. Kostet natürlich nichts. Ja, das war's von meiner Seite. Danke an alle. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.